So, frisch ausgeruht. Also, das nehmen wir alles noch mit. Ich habe es mir etwas anders überlegt. Ich warte noch, bevor ich hier weitermache, weil ich glaube... Warte mal kurz. Also, so, hier. Ich glaube, es ist wesentlich cleverer, zuerst dahin zu gehen und in die Raketenbasis reinzugehen. Warum? Nun, stellen wir uns vor, wir schaffen es, den, also die Königin und den Prinzen aus den Klauen der Karcha zu befreien. Dann könnte es dazu führen, dass A, Krieg ausbricht, wäre eine Möglichkeit. Das würde es für mich immens erschweren, überhaupt da runterzukommen, also in die Raketenbasis. Oder sie verstärken die Bewachung. Also sprich, sie suchen die zwei, keine Ahnung, sind alle auf oder in Alarmbereitschaft. Das würde dazu führen, dass es noch viel, viel schwieriger ist, da runterzukommen. Das heißt, wir machen es am besten jetzt, damit wir da mal sicher das erledigt haben, dass falls wir hier nicht mehr hin können, wenn wir die zwei von den Klauen der Bösen befreien, ja, dass das dann trotzdem klappt. Fest im Glauben. Ich will nicht mit dem Huadif reden, ich will hier das machen, danke. Na, da muss ich runter. Hier sieht mich niemand. So. Wow. Da sieht man es gerade, ne? Da sieht man es gerade. Aber da ist eine Fackel. Das ist nicht gut, wenn da eine Fackel ist. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Ja. Was machen wir dann? Ich werde zuerst mal gucken, ob ich hier irgendwie hoch kann. Nein. Also. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt. Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Okay, das ändert alles. Das ändert alles. Da bin ich etwas in Sorge, dass ich... Okay, wir machen es doch anders. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass wenn ich runtergehe, dass das das Ende ist. Wir machen es... Also gut. Ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung. Dann befreien wir die zuerst, wenn wir da zu lange drin sind. Boah, das ist jetzt doof. Na egal. Gut, wenigstens haben wir jetzt die Info. Da muss ich doch umstrukturieren, auch wenn es etwas riskant ist, eben gerade, dass das Krieg ausbrechen könnte oder etc. Ich dachte, ich gehe kurz runter, sammle Informationen, komme wieder hoch. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach passiert, wenn er mich warnt, dass ich nur einmal runter kann. Wahrscheinlich gehe ich runter und dann löse ich irgendwas Böses aus. Das wird natürlich heftig. Also. Du bist 13 Huadif, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Vanasha? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten.
Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Den Weg freimachen? Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Was für ein Monster? Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Wie nett. Also, ich muss diese Maschine erledigen. Banasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Alles klar. Sie bewachen diesen Ort nicht. Aha. Deswegen also. Mal ganz kurz in mein Notizbuch gucken. Gucken, gucken, gucken. Wo steckt das Monster? Das sollte er sein, oder? Steinbrecher, ist es das? Mal kurz alles durchgehen hier. In mein Notizbuch gucken. Das ist vielleicht der? Ne, das ist was anderes. Ich weiß, was das ist. Dann ist es schon der hier. Also. Gräbt sich in die Erde, das ist gut. Schwäche Eis, Feuer, Stärke, Schwäche. Abriss. Also die Arme, mit denen gräbt er sich wahrscheinlich ein. Ja, also. Das Rätsel ist so ganz einfach. Die Arme müssen weg. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ein wahres Wort. Wow! Scheiße, der hat mich ja schon entdeckt. Gibt's ja nicht. Er meinte, wenn ich mich nicht bewege. Kommt wahrscheinlich nicht durch Gestein hindurch, oder? Ja, das denke ich. Nie. Beziehungsweise dachte ich. Ah! Verdammt! Ganz ruhig.
sehen zu schlecht. Das ist anstrengend. Shit. Oh shit. Ich probiere mal was aus. Was denn jetzt funktioniert? Shit, ey. Ich will hoch. Ich will hoch. In Sicherheit. Das Ding ist mir brutal unheimlich, weil man es einfach nicht so richtig sieht. Eigentlich mit Feuer aus bei dem. Der brennt wahrscheinlich fast nicht, weil er unter der Erde die ganze Zeit sich. Anbinden werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht gern. Oh yes. Boah, ich hätte ihn überbrücken können. Ist ja geil. Komm. Komm. Wow. Wow. Jetzt nochmal auf den Stein. Holy shit. Aber er ist tot. Oh, man. Der ist anstrengend. Der ist unglaublich anstrengend. Ich frage mich, ob man sich an so einem anschleichen kann und ihn dann übernehmen. Das ist brutal stark, das Ding. Ja, ich gehe gleich hoch. Irgendwo hier lag noch einer mit blauen, ja, genau, blauen Gegenständen. Oh, und Icho-Hülse. Was bringt das denn? Nützlich sein. Ja. Aber ganz schön bitter. Ist egal, Hauptsache es heilt mich. Was haben wir hier? Nichts, außer ein Wackel. Ein Wackelschädel. Oder ein Wackelarsch. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist bei dem Ding. Irgendwas halt. Weil die haben nicht so viel dabei. Auch nichts wahnsinnig wertvolles, wie es aussieht. Also hochwackeln, dackeln. Ich glaube, ich kann da an den Stein einfach hochlaufen, dann geht das schon. Aus diesem Grund wollte sie, dass es kaputt, also dass die Maschine zerstört wird, weil an dieser Stelle ein Durchgang ist. Hier kann man durch, weil die Schattenkirche das nicht bewacht. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los?
Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Hualif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Klingt gut, aber wir müssen unbedingt Fallen anbringen. Nein. Ich weiß zwar nicht, von wo sie genau kommen. Ein paar Fallen wären nett. Ja, noch was sieht's aus, was ich hier mache, ne? Das sind keine Gummibärchen, die ich hier anbringe. Wie wär's mit einer Überraschung? Ich bin hier dran. Da sind sie. Wir zeigen es ihnen. Ja. Ah, da. Viel später. Was? Die rennen ja einfach durch. Ich wollte schon sagen. Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Wie sieht denn noch eine Maschine aus? Boah, da kommen noch Schienen. Wie zum Geier haben die das geschafft, dass die Maschinen aufgewacht. Haben. Scheiße, noch eins. Ich baue einfach mal weiter Fallen aus. Das funktioniert gut. Viel Spaß beim Sterben. Ha! Bleib gleich liegen. Etwas ins Schwitzen gekommen. Passt schon. Einfach liegen bleiben. Nix für ungut. Achso, es kommen gar nicht mehr. Du verarschst mich jetzt. Das war alles? Ich habe mit so einer richtigen Horde gerechnet. Ich will es nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist. Zu früh gefreut. Das ist meiner. Los, zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Oh, Jungs. Verpisst euch doch. Gegen den habt ihr keine Chance. Was ist das eigentlich für eine Maschine, Mann? Das ist ja abnormal groß. Ah, shit, ich weiß, was es ist. Das ist nicht gut. Genau. Das Problem hatten wir schon mal. Das Ding muss ab. Dankeschön. Das Teil muss auch ab, wenn es geht. Dankeschön. Wieder hoch. Rennen. Ich will, dass die 2 Männer überleben. Oh shit. Was war das jetzt? Ja.
noch nie gesehen. Kriege ich die Geschütze von deinem Mund ab? Das wäre noch ganz nett. Verdammt. Boah, Scheiße. Weg hier. Irgendwo hier ist doch noch sein Geschütz. Ich habe eins abgeballert. Ja, da. Come on, come on. Oh no. Jetzt gibt's mal ein bisschen Payback, Baby. Verdammt nochmal! Ich muss da weghauen da. Endlich. Ja, wo ist es da? Komm, komm, komm. Ich hoffe nicht, dass das ist, was schon gebraucht ist. Oh. Auf Wiedersehen. Puh. Sind die Männer tot? Scheiße. Das war nicht das Ziel der Sache. Oh, ich hätte so gern, dass die überlebt. Naja. Gut. Sie haben ihr Leben gegeben für die Königsfamilie. Warum nicht? Warum nicht? So. Ah, stimmt, die kann ich ja wieder mitnehmen. Kann ich die auch wieder mitnehmen? In der Tat. Ja, komm, ich sammle die noch kurz auf, wenn ich schon so nah bin. Ich glaube, der Rest ist alles explodiert, ne? Ja. Alles klar, so. Ich hoffe, die Königsfamilie hat es geschafft. Es wäre schön, wenn der König nicht nur alleine ist, sondern auch mit Prinz und mit Königin regieren kann. Ja. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter.
Mein Bruder, willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan. Und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche es. Diese Waren nicht entgehen. Alles klar. Boah, das war jetzt ziemlich cool. Das war jetzt ziemlich cool. Haben wir den Krieg beendet? Ich meine, sind... Jetzt haben sie keine Legitimation mehr, oder? Coole Sache. Coole Sache. Also, was haben wir hier noch? Ich müsste noch die 3 Teile holen und das mit der Halbsonne. Das ist nicht so... Das hat nicht so Priorität. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir reisen hier hin, ruhen uns aus. Und dann heißt es Raketenbasis und Wissen. Wir kommen. Wow, das war jetzt ziemlich schön. Ganz ehrlich. Wie man gesehen hat, dass der kleine Prinz Angst hat vor allem, weil er wirklich sich vor allem fürchtet, weil so viel Böses die ganze Zeit um ihn herum war. Das muss man sich mal vorstellen, wie der Seele das gut tut. Endlich mal unter Menschen zu sein, die einen schützen, einen respektieren, so wie man ist. Einen leben lassen, wie man ist. Und nicht einen missbrauchen, um an Macht zu kommen, um einen Krieg zu legitimieren, um Morde zu legitimieren. Tja. So endet es. So endet ein Krieg. Durch eine Finte. Gut. Bessere Tage liegen vor uns. Dann müsste ich eigentlich noch alles aufrüsten, ne? Naja, dann gut, das können wir auch noch machen, wenn wir hier unten sind. Spielt keine Rolle. Puh. Etwas nervös bin ich schon. Aber gut, wir ruhen uns zuerst mal aus. Jedes Mal, wenn ich zur Zitadelle hoch.